Flut. Was geht, YouTube? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem, ja, wie soll ich sagen, Review-Special oder sowas. Ich war mal über die Feiertage beim Kumpel von mir bei Diggerdampf und habe ich mich mal ein bisschen eingedeckt, weil der Boy, Alter, der hat einfach endgeiles Zeug. Ohne Scheiß, heute im Review geht es auf jeden Fall über den Apokalypse, ne? Dann haben wir hier von Monkey Now das 420 Hazy am Stissel, ne? Schmeckt halt richtig schön satt nach Weed. Also nicht so extrem, labern wir gleich noch drüber. Und das Blue Dragon, ne? Blue Dragon ist im Moment so ein bisschen im Underground-Hype. Und selbstverständlich haben wir den dicken, fetten Madbomb-Matrat, Freunde. Ja, ich würde sagen, nicht lange schnacken, zieht euch das Intro rein und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wo sollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir fangen ganz einfach mal beim Apokalypse an, kennt jeder. Wir haben mittlerweile noch so einen Custom-Trip-Tipp hier oben drauf, habe ich mir auch bei Diggerdampf klar gemacht. Und wie gesagt, Apo ist für mich immer noch einer der geilsten Tröpfler, ohne Scheiß. Richtig nices Deck, ich blende es euch unten nochmal ein, dann seht ihr ein bisschen den Apo, wie das Ding so ein bisschen ballert. Auch mit dem Mad Bomb-Matrat, ich wollte jetzt nicht unbedingt hier irgendwie so ein Let's Get Wickel-Video machen, ne? Dann seht das immer ein bisschen unten an der Ecke, wie schön das Teil von der Nahaufsicht, ne? Ihr seht die Wicklung auf jeden Fall, da ist nämlich der Mad Bomb-Matrat drin. Und das 20 Gauge ND90, wie gesagt, ich habe hier nur 6 Windungen auf 3 mm und das Ding ballert perversens. Was soll ich sagen, ne? Hat so eine richtig gute Nichrom-Legierung. Und das Zeug, das performt ohne Ende. Wirklich, da haben die von Mad Bomber sich mal richtig Mühe gegeben, was den Draht angeht, weil, was mittlerweile die Leute auch nicht wissen, Draht ist nicht gleich Draht, ne? Deswegen. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem Blue Dragon an. Ich blende es euch nur noch mal gerne ein. Blue Dragon ist eine aromatische Blaubeere mit Kiwi-Drachenflucht plus eine leichte Prise frische. Bam, Digga. So wird es halt hier beschrieben. Preis-Leistungstechnisch geht voll klar, wie jedes andere Premium. Ich jetzt probiere das Ganze einfach mal. So auf den ersten Hit erinnert es irgendwie an Heisenberg, aber viel, viel besser, ne? Ohne Scheiß, man merkt hier richtig schön so diese Mischung aus Blaubeer-Kiwi. Ohne Scheiß, bevor ich nicht gewusst habe, was drin ist, konnte ich das Ganze nicht zuordnen. Jetzt so nach und nach immer wieder, wenn man mehr zieht, merkt man wirklich so Blaubeer. Dieses Kiwi-Drachenfrucht ist Gott sei Dank ganz, ganz moderat. Und plus diese leichte Frische, auf jeden Fall richtig nice. Also Blue Dragon habe ich am Anfang nicht so gemocht, aber jetzt, nachdem sie so ein bisschen was anscheinend geändert haben. Danke für den Krankenwagen. Geht auf jeden Fall klar, ne? Also man kennt es hier in Deutschland und ist immer so wirklich gut, finde ich. Und das ist das Ganze, das nervt halt so ein bisschen, ne? Aber ist ja mit vielen Sachen so, ne? Mittlerweile gibt es einfach viel zu viele Liquids etc. Aber hier, das Blue Dragon von E-Juice, ja genau, E-Juice kommt das. Könnt ihr auf jeden Fall mal probieren, wenn ihr auch so auf diese Mischung zwischen Blaubeer und Drachenfrucht. Es geht so ein bisschen Heisenberg-mäßig in die Richtung, aber es geht definitiv klar, weil, ich sag das extra ganz bewusst, weil ich hasse Heisenberg. Ein Mädchen denkt, ich flunke, hör mich auf Gas dann runter. Ich hol mir einen runter in mein CL500. So, weiter geht's im Takt. Ich würde sagen, Monkey Naut 420, das mit eins der realsten Hasch-Aromen, sag ich einfach mal. Ich sag's ganz bewusst Hasch, ne? Weil es schmeckt halt wirklich so in die Richtung Gras, Cannabis, Weed, Haze, ne? Je nachdem, wie man es halt aussprechen will. Peace, Pot, Palle, wie auch immer. Es schmeckt so ein bisschen in die Zitronenrichtung aber auch. Also es schmeckt nicht 100% nach Weed. Ich hab's jetzt so ein paar Tage stehen gehabt. Und ich finde es mit eins der besten. So, ich habe schon wirklich sehr, sehr viele Weed-Aromen oder sonst irgendwas ausprobiert, ob die wirklich so in die Richtung gehen. Aber die meisten schmecken nach Kräutermischung, Oregano, Scheiße, sonst irgendwas. Das kommt mittlerweile doch sehr nah dran, weil ich mir sagen habe, oder haben lassen sagen, Alter, was ein Sprachfehler vom Herrn. Egal. Mir wird auf jeden Fall gesagt, dass das Aroma auch wirklich so teilweise aus der Pflanze gezogen wurde. Aber um euch zu beruhigen, es ist kein THC drin, es ist kein CBD drin, es ist nichts drin, was euch high macht. Es ist völlig legal. Ne? Bevor die Klugscheißer wieder kommen, wenn sie das Aroma aus der Pflanze ziehen, dann ist definitiv THC drin und so weiter und bla bla bla. Nein, Mann, ihr habt keine Ahnung. Ist es nicht. Aber es schmeckt auf jeden Fall geil. Es ist auch so ein bisschen fruchtig und so ein bisschen,
ja, so ein Sommerding irgendwie. Es ist nicht so frisch. Ihr habt wirklich so einen hazy Geschmack, aber teilweise so ein bisschen Zitrone dabei, was das Ganze relativ geil macht. Ne? Der Stelle nochmal, wenn ihr mal in der Nähe seid, googelt mal Diggerdampf, kennt mittlerweile auch jeder. Ist ein richtig geiler Boy, ohne Scheiß, ist super lieb, super nett. Deswegen habe ich schon mal gesagt zu meinem Frauchen, so, wir müssen den Boy mal besuchen gehen, weil ich telefoniere fast jeden Tag auch mit dem. Ich komme mit dem easy peasy klar. Ist nicht so wie manch andere so. Er ist halt einfach real, er ist ein Mensch und das weiß ich zu schätzen so, weil es gibt genug Motherfucker da draußen, die viele Sachen nicht schätzen. In dem Sinne, Freunde, Diggerdampf am Start. Ne? Sehr, sehr geiler Typ. Und ich konnte es mir halt einfach nicht nehmen lassen. Ich kaufe mittlerweile relativ viel, aber mit den Premium-Geschichten ist es halt immer sehr, sehr happig. Ne? Weil kann man auf die Dauer nicht wirklich finanzieren. Ne? Aber wie gesagt, Blue Dragon geht mir im Moment richtig gut ab. Meine Frau dampft sogar auch extrem viel im Moment. Also die hat schon fast die erste Pulle leer. Und klar, das Vapor Naut oder Monkey Naut 420 Hazy oder wie auch immer man es nennen will, ist natürlich nur so eine Spielerei für zwischendurch mal. Ne? Aber ihr wolltet ja immer mal so Videos haben, wo ich mal so Sachen vorstelle, wo ich euch zeige, was mir gut abgeht. Ne? Deswegen so, Apo ist mittlerweile so mit mein Lieblingströpfler. Richtig geile Wanne, geiles Wickeldeck, ihr habt Platz ohne Ende. Also dein Freund, bester Freund, besten Freund hat ein Ballermann. Und ihr habt den Ballermann-Bomber, Mad-Bomber-Draht, ohne Scheiß, das Zeug ist so bestialisch. Ihr müsst aber wirklich auf der Tube oder auf einer DNA ausglühen, weil mit den 6 Windungen auf 3 mm kommt ihr irgendwo bei 0,06 raus. Ihr müsst das ganz, ganz langsam, vorsichtig ausglühen und dann droppt ihr irgendwie so hoch auf 0,09. Wenn euch das ein bisschen zu niedrig ist, macht halt 7 Windungen. Dann seid ihr auf jeden Fall über 0,1 und es scheppert immer noch bestialisch, Freunde. Ne? In dem Sinne, das war's mit den paar Kleinigkeiten hier. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, lasst mir lieben gerne ein Like oder Abo da. Stay true, join the website of life und bis demnächst. Teil meiner Crew.